Wissenschaftler stufen die Corona-Gefahr für Deutschland hoch, denn das Virus breitet sich weiter, dynamisch aus. Mehr dazu gleich nach dem Bild Corona-Spezial. Live aus Berlin, die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend und willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Deutschland zieht die Notbremse. Nun werden fast alle öffentlichen Einrichtungen und Geschäfte geschlossen. Doch ob der Ausnahmezustand hilft im Kampf gegen das Coronavirus, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Noch nehmen die Zahlen rasant zu. Mehr als 8.600 Infizierte und 23 Tote wurden in Deutschland bis jetzt registriert. Thomas Vetter berichtet. Noch drastischere Maßnahmen hat Frankreich bereits gestern erlassen. Ausgangssperre. Die Franzosen dürfen ihre Wohnungen nur noch aus gutem Grund verlassen. Denn nachdem Restaurants und Bars geschlossen hatten, trafen sich viele in den Parks, ohne den wichtigen Abstand zueinander. Wenn sich nun viele Deutsche ebenso verhalten, dürfte auch hierzulande bald eine Ausgangssperre verhängt werden. Sebastian Plantholt berichtet. Es gibt gerade eine ganze Reihe von noch nie dagewesenen Maßnahmen in Deutschland. Dazu gehört auch die weltweite Reisewarnung des Außenministers. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und um zu verhindern, dass bald noch mehr Urlauber in weit entfernten Ländern festsitzen. Tausende müssen schon jetzt zurückgeholt werden. Darf nun also niemand mehr reisen? Fanny Justen dazu. Einkaufen ist ja gerade sehr anstrengend geworden. Wer es nicht schon morgens in den Supermarkt schafft, steht vor vielen leeren Regalen. Was dazu führt, dass viele viel mehr kaufen als üblich, wenn dann die neue Lieferung da ist. Die Angst ist groß, dass irgendwann kein Nachschub mehr kommt. Obwohl der Handel und heute auch die Bundeslandwirtschaftsministerin immer wieder betonen, dass die Versorgung hierzulande gesichert sei. Matthias Heinrich. Und wir kommen zu weiteren wichtigen Meldungen im Überblick. Die Corona-Krise lässt tief blicken in die Seelen ganzer Völker. Die Holländer legen sich einen Notvorrat Marihuana an. Die Franzosen decken sich angeblich mit Wein und Kondomen ein. Und die Deutschen? Die Deutschen hamstern Klopapier. Und zwar so leidenschaftlich, dass es kaum noch zu bekommen ist. Warum nur? Wer selbst noch genug Rollen hat, kann darüber herrlich spotten. Matthias Ludwig und Lea Freist. Morgen haben wir weiter schönstes Frühlingswetter, außer an den Küsten. Mehr dazu jetzt von Susanne Schöne. Und anschließend geht es bei uns weiter mit Navy CIS. Ihnen einen schönen Abend, viel Gesundheit und bis bald. Tschüss.